Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu Die Siedler 6, Reich des Ostens. Ja, wir sind in der mittlerweile vierten Mission. Und hab wieder ihren Namen vergessen. Egal. Einmal Barat war's, glaube ich. Und ja, wir stecken in der Regenzeit fest. Während ich darauf warte, dass ich das Geld zusammenkriege, um den Steinbruch nochmal anzufeuern, damit wir die Kirche ausbauen können. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Genau. Ich könnte natürlich auch das Nachbargebiet einnehmen. Aber ich habe zuerst mal das Gefühl, dass wir fürs Erste genug Jagdwild haben. Auch wenn gerade keins ja, da wird angeliefert, sehr gut. Da bringen sie wieder Geld. Da kommt etwas Milch. Da kommt noch mehr Milch, da kommt noch mehr Fleisch. Unser Geologe begibt sich zu einem Einsatz. Auf euren Befehl! Und ja, wie ich bereits gesagt habe, ich glaube, in der Mission brauche ich nicht unbedingt Verteidigungswelle. So, mal sehen, wie viel holt der Geologe aus dem Steinbruch noch raus. Da gräbt er ja jetzt fleißig. Unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. Ja, 26 sollten noch reichen. Jedenfalls, um die Kirche auszubauen. Während wir auf das Geld warten, um hier den Außenposten bauen zu können. Da unten hatten wir Banditen gesehen, kommen aber nicht so leicht zu denen nach unten. Und die Tierkörper sind schon wieder alle. Also ja, den Jäger, da könnten wir wirklich noch gut gebrauchen. Rufen wir nochmal die Leute für die Messe zusammen. Oh ja, da ist das Geld schon durch die Steuereinnahmen gekommen. So, das heißt, wir können Verstanden. Marcus erstmal wieder zurückholen. So, dann gibt's noch mal extra Gold.
Da kommen noch mal meine Steuereintreiber. Und ja, wenn der Steinbruch das zweite Mal den Geist aufgibt, dann reißen wir... Also jetzt wir haben ein Geist aufgibt, dann reißen wir ihn ab. So. Erstmal die Straße gerade hier. Dann die Straße hier hoch. Und hier können wir gerade keinen Jäger errichten. Ein Steinbruch ist erschöpft. Das ist natürlich doof, dass der schon wieder erschöpft ist, aber... Was will man machen? Kann man nichts ändern. Wir können mit dem Stein, was wir jetzt gewonnen haben, dadurch... Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Bei 500 Gold für den kleinen Steinbruch rentiert sich nicht zu zahlen. Da rentiert sich eher, das Territorium da drüben einzunehmen. So, jetzt kommt das nächste Thema. Honig. Da können wir ihn platzieren. So, das dürfte sogar schon reichen als an Honig. Da haben wir... Ja, ganze 9 Stück. Marcus? Eure Großmut beschämt mich, Majestät. Ach, das ist gut. Verstanden. Das heißt, wir können uns schon jetzt unterwegs aufmachen ins nächste Territorium. Und mal gucken, was die von uns wollen dafür, dass wir... ihre Hilfe bekommen. Vor allem, damit dieser ekelhafte Regen aufhört. So, jetzt werden auch die Putzmittel gebraucht werden. Verstanden. Das Territorium kostet alles 500. Und ja, das nächste Territorium ist das einzige, verstanden, was wir gerade passieren können. Sehr gut. Ihr habt den Tempel von Parnai erreicht. Kümmert euch um das Anliegen des Priesters. Wir müssen sein Vertrauen gewinnen. Der Fluch bestraft uns für unsere Fehlbarkeit im Glauben. Unser Brunnen spendet kein Wasser mehr. Beweist uns, dass ihr unter Karnas Segen steht und helft uns. Ja. Verstanden. Mit was wird uns das Kloster versorgen? Mit Eisen und Kühen. Das wäre schon mal praktisch. Seid ihr schon Handelspartner? Nein, ihr seid noch Unbekannte. Schon unterwegs. Okay, wir kommen immer noch nicht übers Wasser. Unser Geologe, jawohl, begibt sich zu einem Einsatz. Wie ihr wünscht. So, die beiden ausbauen und dann sollte es eigentlich keine Probleme mehr geben. Thank you.
Wobei es sollte Markt ist. Ihr könnt diese Verstanden. Siedlung zu diesem Zeitpunkt nicht betreten. Auf euren Befehl. Ah, ich kann die Siedlung gar nicht mal betreten. Okay. Sollten Mark es da lassen, dass wir dann gleich Eisen importieren können. Zu dem Zweck auch mal unsere Waffenproduktion anschmeißen. Oh, wir können dann sogar hier einen Handelsposten errichten und vielleicht Eisen ertauschen. Jetzt aber erstmal die hier upgraden. Mit der Milch sieht es langsam auch gut aus. Wir brauchen trotzdem bald eine zweite, also die Kuhweide hier gefüllt. Da könnten wir nämlich uns noch eine zweite Käserei leisten. So. Unser Geologe darf natürlich passieren, weil der ein Siedler ist, kein Soldat. Und ja, das ist immer so das witzige Detail in den Siedlern spielen. Es gibt zwei Arten von Einheiten eigentlich, grob gesagt. Siedler und Soldaten. Siedler sind grundsätzlich die, die nicht angegriffen werden dürfen. Weil das unehrenhaft wäre. Nur Soldaten darf man angreifen. Und nur Soldaten dürfen miteinander kämpfen. Unser Geologe hat einen Brunnen wieder instand gesetzt. Der Brunnen spendet uns neues Wasser. Kana sei gepriesen, dass es kein göttlicher Zorn war, der unser Unglück heraufbeschwor. Wir schulden euch Dank. Möge die mächtige und wahre Kana euch gnädig sein. Schon unterwegs. Herr Nai schenkt uns nun Gehör. Doch so leicht werden sie sich nicht von ihrer falschen Göttin abwenden. Der Legende nach liegt im Osten, jenseits des Dschungels von Shaneswar, ein vergessener Tempel, der das Geheimnis der echten Kana hütet. Eine Prophezeiung in alter Sprache. Findet sie. Die Regenzeit ist vorüber. Oh, sehr gut. Jetzt haben wir normale Zeiten. Also Gehzeiten. Also können wir uns ein bisschen auf den Fisch fangen. Über die Suche nach dem Tempel sollten wir nicht vergessen, dass uns Parnai jetzt wohlgesonnen ist. Lasst uns eine Straße von unserer Stadt dorthin errichten, um seine Einwohner als Handelspartner zu gewinnen. Ah, wo ist der zweite? Der Fisch, der Fisch. So. Drei Fischerhütten dürften reichen. Und ja, wir müssen hier durch eine Handelsstraße errichten. Das sollte eigentlich auf euren Befehl auch kein Problem sein. So, dann können wir auch gleich zwei Räuchereien uns hier antun. Wenn wir hier schon gut dann Fische fangen. So.